Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ja, wir sind heute in Hamburg unterwegs. Ein bisschen shoppen, mal gucken, was wir so finden. Wir haben 1, 2, 3, 4 Stores irgendwie, die wir abklappern wollen. Haben wir noch einen geilen Foodspot. Also würde ich sagen, starten wir rein. Let's go! Hier hängen halt die ganzen Lowlight-Sachen. Unter anderem ist eigentlich die Shorts mega nice. Kostet jetzt so ein 80er oder so, oder 70er. Aber die ist definitiv cool. Hier sind noch so ein paar T-Shirts. Haben es in Strassstein vielleicht nicht so. Ist das auch Lowlights? Lowlights kenne ich gar nicht. Das Wetter ist auch mal wieder Hamburg entsprechend richtig beschissen. Ich dachte eigentlich, ich vlog mal ein bisschen mit der Kamera heute, ein bisschen auf qualitativeren Content angelehnt, aber dann geht's wohl mit dem Handy jetzt wieder weiter. So Jungs, nächster Store, Foodlocker, da gehen wir jetzt auch mal rein. Die für zu Hause ist mega fresh, die wir hier haben. Boah, ich muss sagen, die finde ich sehr strong, diesen Essex Oyster, der kann sehr cool kommen, also sehr krasser Colorway. Also Jungs, Kollege. Kollege. Ja, doch. Und der ist super bequem, krass. Den 1906 habe ich auch noch nie angehabt. Also vielleicht auch nicht unbedingt auf die Hose, aber... So, jetzt geht's nochmal zu Kicks. Hier stehen auch echt coole Sachen. Noch der Palomino. Heute kam ja auch der 5er Jordan raus. Burgundi, ne? Boah, ist eigentlich cool. Aber Retail hat 210 oder so. Boah, 220, ach du Scheiße. Aber der ist auch cool. Also vor allem dieses Rot ist echt sehr nice getroffen, so ein bisschen auf Chicago. Aber Jungs, da müssen halt entweder weiße, schwarze oder cremeweiße Lace rein. Rot könnt ihr komplett vergessen. Der Union steht hier sogar auch noch. Ist der mittlerweile im Sale? Nö, immer noch nicht. Auch noch sehr underrated ist dieser Airship. Ja, gerade in dem Colorway kann man den echt so eintragen. Größter LPC-Schuh. Fresh Schuhe, Bro. Thomas I. auch mal so ein Store, wo ich eigentlich ganz gerne mal reingehe, weil die haben Stussy. Zwar alles immer sehr teuer, aber wir gucken mal rein, ob es irgendwas Cooles gibt. Moin! Einmal Suiko Slides im Angebot 129. Das ist wirklich ein Stil. Schwieriges Ding. Irgendwie fresh, aber irgendwie auch nicht meins. Boah, Fit ist nice. Das finde ich aber nicht schön. Das finde ich nicht schön. Der Mann ist völlig am Durchdrehen. Alter, geil, Digga. Geil, Mann. Zieh an. Zieh an jetzt. Boah, aber der kommt krass. Kurze Hose mit schwarzen Socken sogar sehr crazy. Kann machen, oder? Ich weiß nicht, bei mir, ich glaube, ich feiere den nicht so. Also zumindest schon mal mehr auf so eine kurze Hose dann. Hm. So Jungs, Weekday. Muss man natürlich auch mal rein, mal gucken, was wir so haben. Weekday L. Ich weiß nicht, die haben aktuell wirklich gar nichts. Also ich habe nicht eine Sache gesehen, die ich feiere. Uniqlo eigentlich auch immer ganz gut für halt so Basic Tees, aber brauche ich nicht, also brauchen wir auch nicht rein. Alter, jetzt legt sie aber richtig los, pass auf Jungs. Alter, Macherin. So, und hier geht ihr hin, wenn ihr am Wochenende mal ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Geld verballern wollt. Hier ist halt Dior, hier ist Louis Vuitton. Ah, Prada haben wir hier auch, Jungs. Das ist wunderschön, klare Wasser hier in Hamburg. Sehr, sehr geil. So, Jungs, wir gehen jetzt mal zu Lupna rein. Ich wollte mich nochmal beraten lassen zu einem niceen Sommerduft, der so ein bisschen mandarinemäßig ist. Hier ein paar Düfte, Jungs. Kokos und Tangerine. Ich probiere die jetzt nochmal. Die waren sehr, sehr krass. So, Jungs, wir waren ja gerade bei Luna. Ich habe jetzt hier Cocobella drauf, so ein Kokosduft und hier so ein Tangerine oder irgendwie so hier. Der Kokos ist auf der Haut jetzt aktuell nicht so nice. Der Tangerine ist aber sehr krass. Also, das wäre echt die Überlegung wert für den Sommer, weil der ist halt super frisch. Doch, der ist sehr geil. So, ey, Like Store. Hier war auch mal rein. War ich noch nie drin. Moin. Der ist so ein cooler Bearbrick. Ah, der ist ja wirklich, also ich dachte, der ist so schwerer. Ciao. So, hier hätten wir jetzt eigentlich auch so alle Stores durch, wo ich hin wollte und wo man so auch hin kann. Wir gehen jetzt nochmal zu G-Shock rein. Ich will unbedingt mal diese transparente Casio anprobieren. So, jetzt zwirbeln wir mal zur Schanze. Lobby. Biesten, Carhartt. Gucken, ob es irgendwas Nices heute noch gibt. Wir
gehen jetzt zur Lobby. Ja, bester Skate-Shop in Hamburg, brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Wenn ihr Skate-Sachen braucht, geht ihr dahin. Wenn ihr Skate-Klamotten braucht, geht ihr dahin. Gucken wir jetzt mal rein. Ja, ist doch nur Regen, auf entspannt. Bisschen Regen. Der ist echt mega cool. Und ist sogar im Sale. Strong. Also ich finde, der kommt strong. Ist auch so. Ich finde das Nike halt ein bisschen, ja, könnte anders Design sein, aber sonst so ein Halbstück immer sehr nice. Hier sind noch die SBs, die kamen. Ah ne, ist echt nicht so meins. Die ist an sich auch ganz nice. Die ist sehr nice. Das ist so eine Art Badehose, glaube ich. Kann man auch als normale Hose tragen. Sehr cool. Ja, also wie schon gesagt, Lobby echt immer eine Empfehlung. Haben coole Sachen da. Jetzt gehen wir aber nochmal zu Biesten. Auch so mit meine Top-Empfehlung auf jeden Fall für Hamburg. Und wir werden wahrscheinlich komplett nass ankommen. Chillig. Jetzt sind wir bei Biesten. Gehen wir rein. Na, was geht? Lange nicht gesehen. Alles gut? Geht's euch gut? Geht's dir gut? Ja, Mann. Ich sag euch so, wie es ist. Bester New Balance, der dieses Jahr rauskam. Der ist halt wirklich einfach clean. Mehr kann man dazu nicht sagen. Aber auch der kommt, glaube ich, auf einer kurzen Hose noch mal krasser. Bad Bunny auch noch da. Passt, glaube ich, sogar ganz gut zum Hoodie. Ich feiere den ja. Ich finde den sehr cool. Juncito ist auch noch da. Leder ist... Boah, sehr soft. Ey Jungs, der Bad Bunny ist echt crazy. Ich finde ihn super nice. Also der ist schon cool. Auf eine kurze Hose kommt er, glaube ich, auch sehr nice. Ah, ich feiere den schon. Gerade auch der Colorway ist echt cool. Ey Jungs, ich wollte ihn jetzt mitnehmen, aber 42 ist nicht mehr da. 42,5 ist viel zu groß. Geistkrank, der fällt riesig aus. Ach, schade, Mann. Ich habe halt noch überlegt, eins von den Büchern mitzunehmen, aber ich weiß noch nicht welches. Ich muss mir das nochmal überlegen. Das Daniel Ashram-Buch ist auch sehr nice. Aber man soll ja auch nichts auf Krampf jetzt mitnehmen. So Jungs, Karl hat wieder auch nochmal abgecheckt. So, Kamera. Digga, was geht denn da ab? What the fuck? Auf jeden Fall Food Hotspot. Wir holen jetzt hier ein paar Tacos und eine Quesadilla. Ich hab sehr Bock. Also wir holen jetzt hier irgendwie Tacos und eine Quesadilla davon. Quesadilla mit was? Sehr geil. So, also ich muss wirklich sagen, die sehen sehr krass aus. Auch die Quesadillas. Ey Jungs, wie krass sieht das bitte aus? Holy shit. Guten. Wichtig die Limette, ne? Ist ganz wichtig. Ist wirklich wichtig, oder? Ja, safe. Gehört dazu. Boah. Unbeschreiblich. So Jungs, ich gehe jetzt auch mal hier irgendwie rein. Keine Ahnung, mit der Kamera schwierig, aber ne, ein bisschen drüber. Boah, der Teig ist geisteskrank weich. Boah. Go, jetzt gehen wir rein in die Kiste. Das wird ehrenlos. Aber boah, die sehen Jungs, also was ist also das? Aber die könnten noch ein bisschen mehr so Grünzeug drin haben. Noch ein bisschen frischer. Ich glaube, es fehlt wegen der Limette. Es fehlt minimal Salz, finde ich. Ne? Ich bin eh so ein Salzmensch. Aber guck mal, komm, wie geil die hier aussehen. Richtig juicy. Hammer. So Jungs, completo. Komplett weggefetztes Ding. Wenn ihr hier seid, was ich euch empfehlen würde, weil es war echt lecker, holt euch aber nicht die Quesadillas, sondern nur die Tacos. Die waren wesentlich besser. Ich habe jetzt in dem Fall mit Schwein gehabt. Wenn ihr aber sagt, ey, ist mir zu haram, dann nehmt die Hühnchen. Ja, schmeckt auch mega krass. Ich glaube, ein Taco kostet so 3,50. Holt euch 4 Stück davon und ihr habt wirklich, also Geschmackserlebnis, es ist wirklich wow. Ne? Also checkt es ab, ist ein sehr geiler Foodspot hier in Hamburg. Ne? So ein kleiner Schuppen hier. Aber meistens sind das ja wirklich die Spots, wo man auch mal hingehen sollte. Ne? Die haben hier einfach Tamarinde, das wollte ich schon immer mal irgendwie essen. Das ist, zeige ich euch gleich mal. Das wird mal mitgenommen hier. So Freunde, wir probieren das jetzt hier mal, Tamarinde. Also das muss man irgendwie so aufknacken. Es sieht super weird. Ja, es sieht aus wie so ein... Aber es soll super gesund sein. Ich sag dir ehrlich, ist lecker. Ja? Mhm.
Okay. Sag ehrlich, das schmeckt so ein bisschen wie so Gummibärchen, oder? Genau. Safe. Die Tamarinde bekommt von mir so eine 6,5 von 10. Fruchtig, süß, geil, schmeckt wirklich gut. Aber es geht ja vor allem darum, dass sie halt gesund ist. In der Stadt gab es jetzt nichts mehr Spannendes, aber der Bree hier möchte zum Friseur. Deshalb gehen wir jetzt mal zu Dope Boys. Hab gehört, es soll ein guter Friseur sein. Und du hast es auf jeden Fall auch ein bisschen nötig, würde ich sagen. Also, ab dafür. Das ist krass. Das ist echt krass geworden. Also ich find's sehr fresh. Das ist auf jeden Fall ist krass geworden. Also Laden kann man nur empfehlen auf jeden Fall. Echt korrekte Jungs. Machen eine geile Arbeit. Also sehr geil. Also bist du zufrieden, ja? Auf jeden Fall. So, Freunde der Sonne. Also, ja. Viel außer Regen war heute nicht. Wir haben jetzt nicht so viel geshoppt, wie man sehen kann. Ich habe ja hier nichts da. Aber den Bad Bunny werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen. Und das Parfüm überlege ich mir auch noch zu holen. Welches? Das weiß ich noch nicht. Nee, aber das wäre es mit dem Video gewesen. Ich dachte, der rennt jetzt hier auch rein, Alter. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, Freunde. Und ihr wisst, wiederschauen. Und reingauen. Und Küsschen aufs Nüsschen.